Es gibt ja da vorne, da werden Sie gleich noch hinkommen, einen Test, einen Teil, bin ich deutsch genug? Mhm. Ne? Und da gibt es ja den berühmten Integrationstest. Okay, ja. Und kennen Sie den? Ich habe einzelne Fragen mal gesehen, aber ich wüsste auch nicht, ob ich ihn bestehen würde. Ja. Wollen Sie noch ein paar Fragen davon hören? Ja. Ja. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? Das ist schon mal, ist das der Adler? Keine Ahnung, ja. Der hängt zumindest im Bundestag, ne? Der Adler. Adler, so. Und mit welchen Worten beginnt die Nationalhymne? Brüderlich und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Genau. Und wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Der Bundestag und es wird abgesegnet im Bundesrat. Mhm. Ja? Das Parlament. Ja. Gesetze. Mhm. Genau. Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Bundesverfassungsgericht. Oder Bundesgerichtshof. Und ich bin nicht aus Karlsruhe, das sind wir beide. Da verwechsel ich manchmal. Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? 3 oder 4. Oh, waren die Amerikaner extra? Bin ich jetzt nicht sicher. Ich auch nicht. Doch, 4. 4. Ja, Amerikaner 4. waren extra. Richtig, sehr gut. Genau. Was eignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Das war der Volksaufstand in der jetzt DDR. Jetzt geben Sie aber an hier, kann das sein? Das ist der Geburtstag meines Vaters gewesen, von daher weiß ich ganz genau, was an diesem Tag passiert. Es war immer Feiertag. Okay, die letzte Frage ist so, der erste Kanzler Deutschlands? Adenauer. So. Weil ich auch in Köln gelebt habe. Also ich weiß nicht, das gut. Ich danke Ihnen sehr, das war sehr informativ. Schön.